Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen beim Digitalfuchs und bei Rocket League, beziehungsweise meinem persönlichen Highlight dieses Jahr in diesem Spiel. Es dreht sich natürlich um den 99er Nissan Skyline GTR R34. Ich habe mich so sehr auf dieses Auto gefreut. Ihr wisst, es ist aus Too Fast, Too Furious. Der Nissan Skyline ist einfach genial. Wie gesagt, hier hinten ein bisschen modifiziert für Rocket League halt natürlich. Ich zeige euch das. Oh, die Mütze da oben drauf. War die im Film auch drauf? Ich drehe ihn mal so ein bisschen auf dieser Eye von vorne. Hier könnt ihr auch sehen, die ganzen Unterschriften und alles. Müsste ich mal vergleichen. Hier unten steht Rocket League, inwiefern der noch komplett originalgetreu geblieben ist. Aber natürlich erinnert er sehr, sehr stark an den Nissan Skyline aus dem Film. Ich habe diesen Film so sehr geliebt damals. Für mich sind Teil 1 und 2 und eigentlich sogar Teil 3 mitunter, der für sich komplett allein steht, der beste Film. Aber wir schweifen hier ein bisschen aus. Es geht ja hier um den Wagen. An den Felgen könnte man noch was machen. Wir haben ja noch ein paar schicke Felgen da. So sieht er ein bisschen von oben aus. Der Spoiler ist also ein bisschen dran genietet. Ihr seht hier schon die Details mit NOS hinten drauf. Sehr, sehr cool gemacht. Also die Details an diesem Wagen gefallen mir persönlich am allerbesten. Wir haben hier auch den Dodge noch in einem anderen Video. Schaut bitte auch da rein, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. So, wir gehen in die Garage, damit wir uns schön die Aufkleber anschauen können. Und zwar haben wir hier Too Bold. Oh, gefällt mir sehr, sehr gut. Touring steht hier an der Seite. Ihr seht es hier mit so ein bisschen Streifen im matten Look und so weiter. Ah, matt haben wir wahrscheinlich noch drin. Nein, ich wollte gerade sagen, wir gehen hier auf ganz normal Hochglanz, dass wir uns da nicht genau. Aber es ist tatsächlich so ein bisschen matter gehalten. Aber ihr seht, es ist kein matter Aufkleber. Das war mein Fehler. Das war noch so eingestellt. Too cool. Da haben wir die große Mütze nochmal. Soll wohl ROK darstellen. Hier mit den Streifen so reingepainted. Mit den Verwischtechniken. Sehr, sehr cool gemacht. Rocket Guru, okay. RK Rocket Guru soll das wohl heißen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir gehen weiter zu Too Tough. Hier ist so eine Art Monster-Eidechsen-Chamäleon-Viech am Rad, sage ich jetzt mal. Und eine Stadt abgebildet. Gefällt mir wirklich gut. Zilla, okay. Soll wohl so eine Art Mini-Godzilla darstellen. Sehr, sehr cool gemacht. Wir gehen weiter zu Kupplung. Kupplung gefällt mir auch sehr, sehr gut. Was haben wir hinten stehen? Grim Ace Racing, okay. Sehr, sehr cool gemacht hier ein bisschen mit den Punkten an der Seite. Mit dem Smiley hier vorne drauf auf der Motorhaube, das die Zähne natürlich zeigt. Cool gemacht, wird bestimmt den einen oder anderen Liebhaber hier treffen. Poliert ist einfach nur glatt poliert. Oh, das gefällt mir fast am besten, muss ich sagen. Sehr, sehr edel und glatt. Da kann man auch am besten dann mit seinen Farben dann rum, also für mich persönlich mit seinen Farbeffekten rumspielen. Klar, hier kann man natürlich zwei Farben einstellen. Wir haben hier JK Racing Suspensions, auch hier so ein bisschen im Psionic Systems, im Racing Look natürlich gehalten. Sehr cool gemacht. Ich persönlich bleibe jetzt mal bei der Originalfassung und wir gucken mal natürlich, wie der hier wieder mit den Farben aussieht. Den würde ich sogar ein bisschen heller machen. Bei dem anderen, bei dem Dodge, war ich eher so für die dunkleren Farben. Bei diesem hier würde ich die Primärfarbe sogar tatsächlich auf ein bisschen helleres Blau legen. Und hier vielleicht so irgendwas in diesem Bereich. Müsste ich mal schauen. Also da kann man auf jeden Fall sehr, sehr schön damit spielen. Gefällt mir sehr gut hier, muss ich auch leider sagen, dass ich hier mit den helleren Farben einfach spielen werde. Mal schauen, vielleicht auch relativ originalgetreu aus dem Film. Werden sicherlich ein paar fahren. Aber so gefällt mir das Ganze schon sehr, sehr gut. Und die Felgen haben wir drauf. Wir haben eine Hybrid-Hitbox, wie zum Beispiel der Endo. Das gefällt mir auch gut. Also der Skyline scheint da wohl. Das sind die OM-Felgen drauf. Okay, das sind ziemlich Standard-Felgen. Boost und so weiter kommen wir auch ein andermal dazu. Hier könnt ihr ein bisschen den Sound hören. Ziemlich gut gemacht, also gefällt mir. Er hat seinen eigenen Sound auch tatsächlich bekommen. So, dann wollen wir das Ganze mal im Training anschauen, wie der sich so fährt.
Wir öffnen dazu ein freies Spiel. Nehmen wieder das DFH Stadium. Bei Tag, da haben wir die beste Ausleuchtung für den Wagen. Also ich muss sagen, mir persönlich gefällt dieses Auto sehr, sehr gut. Ich habe mich die ganze Zeit drauf gefreut, seit ich erfahren habe, dass er wohl rauskommt. Und ja, jetzt sehen wir hier ein bisschen in Aktion. Ach, der Sound ist wirklich gut gelungen. Also gefällt mir wirklich gut. Ja. Kann man schön fahren. Also das Auto ist wirklich schön. Da freue ich mich sehr drauf, den in der ersten Runde mal hier zu spielen. Und ja, wie gefällt euch der Wagen? Schreibt mir das Ganze mal in die Kommentare. Gefällt euch der gut? Sagt ihr, oh, ist nicht so ganz mein Geschmack. Ich würde gerne eure Meinung dazu wissen. Ja, schreibt mir irgendwas Cooles in die Kommentare. Solltet ihr das Video gut finden, haut bitte auf den Like-Button. Solltet ihr noch nicht abonniert haben, würde ich mich natürlich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet. Wenn euch irgendwas nicht gefällt und ihr auf den Dislike-Button drücken möchtet, bitte ich euch einfach mal zu schreiben, warum, weshalb, was hat euch nicht gefallen. Gefällt euch generell diese Vorstellung nicht? Was könnte man verbessern? Bis dahin, Leute, euer Digitalfuchs.